Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen, sagte schon Platon. Heilung kann nur dann funktionieren, wenn Körper, Seele und Geist in Einklang sind, das heißt in Harmonie sind. Wie wichtig ist dabei der Bereich Dankbarkeit? Wir können ja auch einfach zum Therapeuten oder zum Arzt gehen und sagen, ja, ich habe diese und diese Symptome, ich bin krank, mach mich wieder gesund, ich bezahle ja dafür, das ist deine Dienstleistung. Oder ist womöglich Dankbarkeit überhaupt erst der allerwichtigste Bereich, um heilen zu können? Herzlich willkommen bei VivoTerra hier und jetzt. Warum scheitern so viele Menschen an ihren Krankheiten? Ich habe es wieder auf 5 Punkte oder 5 Bereiche zusammengefasst. Der erste Punkt ist keine Dankbarkeit. Zweitens, ungenaue Durchführung. Drittens, kein Lebenswille. Viertens, kein familiärer Rückhalt. Und fünftens, der Verlust der Selbstheilungskräfte. Also, jetzt zum ersten Punkt, keine Dankbarkeit. Wir hören dann nur Jammern und Klagen und Reklamationen. Was soll ich denn jetzt diesen Vollreis essen? Warum muss ich denn jetzt dieses fade Wurzelgemüse essen? Jetzt kann ich keinen Kaffee mehr trinken, keinen Kuchen mehr essen, keine Würste mehr essen. Ja doch, du kannst. Das ist deine Entscheidung. Es ist kein Müssen. Gesund werden ist ein Dürfen. Das ist ein Geschenk. Jedem sein freier Wille. Also, erstens, keine Dankbarkeit. Zweitens, ungenaue Durchführung. Ich sage immer, wenn jemand ein Ziel hat, sich auf eine Prüfung vorbereitet oder an die Olympiade will, dann muss er sich auch an den Plan halten. Und wenn der Coach sagt, 5 Uhr früh, kalt geduscht, jeden Morgen 100 Liegestütze, dann wird das gemacht. Und sonst funktioniert es nicht. Ja? Wir brauchen in allen diesen Dingen immer gewisse Disziplin, um unsere Ziele zu erreichen. Der dritte Punkt ist eine No-Future-Haltung, kein Lebenswille. Diese No-Future-Haltung ist ja schon krank an sich selbst. Zu sagen, es macht ja überhaupt gar keinen Sinn mehr, irgendwelche Kinder in die Welt rauszusetzen. Das ganze System ist sowieso krank, alle Menschen sind krank, es hat alles keinen Sinn mehr. Das ist eine kranke Haltung. Gesund ist es zu sagen, ja, stell dir die Frage, willst du selber zu diesen allen Kranken, zu dieser Gruppe gehören, oder sagst du für dich, ja gut, ich nehme mich jetzt raus, ich bleibe nicht in der Opferhaltung, ich bin Schöpfer meines Lebens, meines eigenen Weges und ich gehe den Weg der Gesundheit. Also der dritte Punkt ist kein Lebenswille, denn das führt nicht zur Gesundheit, sondern in den Abgrund. Und der vierte Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt, kein familiärer Rückhalt. Wenn zum Beispiel jemand, sagen wir mal, das Ganze ein Beispiel nehmen, ein Alkoholiker, geht in den Zug, kommt zurück und am Abend trinken dann die Familienmitglieder ihr Glas Wein. Ja, das ist nicht unterstützend, sondern das führt zurück in den Alkoholismus und den Abgrund. Und das ist nur symbolisch gemeint mit dem Alkohol. Dasselbe kannst du übertragen auf alle Bereiche. Wenn jemand sich entscheidend sagt, ich esse jetzt keinen Zucker mehr, keine Weizen-Weißmehlprodukte, nicht mehr diese Massentier-Folterfleischprodukte, Würste mit Zucker drin und so weiter, Zusatzstoffen, dann sollten die anderen Familienmitglieder nicht ihre Wurst auf dem Grill grillieren, sondern sagen, wir unterstützen jetzt unser Familienmitglied und auch bei Freunden. Ja. Und der fünfte Punkt ist der Verlust der Selbstheilungskräfte. Wenn jemand sogenannt austherapiert ist und dieser Körper, dieser physische Körper, wirklich durch zum Beispiel exzessive Chemotherapeutika so stark vergiftet ist, dass einfach nichts mehr zu machen ist. Ja? Und die Frage am Anfang, die ich gestellt habe, wie wichtig ist überhaupt Dankbarkeit? Deshalb ist es ja der erste Punkt, Dankbarkeit. Denn wenn du Dankbarkeit empfindest,
kannst du auch viel leichter wieder deine Selbstheilungskräfte aktivieren. Also zusammenfassend gesagt, Dankbarkeit ist überhaupt erst der Schlüssel zur Heilung. Ja? So viel dazu. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten Hier und Jetzt.